Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV, unserem YouTube-Kanal, wenn es um den Handel von Optionen geht. Und heute verrate ich euch meinen besten Trade in diesem Jahr, also mein super duper Riesengewinner-Trade im Jahr 2015. So, ihr seid sicherlich schon gespannt. Es ist ja jetzt, heute ist der 1. Dezember, das Video wird ein paar Tage später erscheinen. Aber was war denn bislang mein bester Trade im Jahr 2015? Und es gab ja viel Bewegung in diesem Jahr. Es ging hoch, es ging runter. Einige Märkte haben sich sehr, sehr gut nach oben bewegt. Der Nasdaq hat ein neues Mehrjahreshoch gemacht. Gold hat ein neues Mehrjahrestief gemacht. Der Euro ist deutlich gefallen, also es gab viel Bewegung. Und was war jetzt der beste Trade, den ich in diesem Jahr gemacht habe? So, Trommelwirbel, bum, 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 bum. Der beste Trade war der hier. Steht nichts drauf. Warum kein bester Trade? Und die Überschrift oder beziehungsweise die Headline ist natürlich ein bisschen geschummelt. Denn für einen Optionstrader kann es niemals, beziehungsweise für einen Optionsverkäufer, das ist der entscheidende Punkt, für einen Optionsverkäufer kann es niemals einen besten Trade geben. Wenn ihr euch jetzt mit Aktieninvestoren unterhaltet, dann können die alle mal irgendwann erzählen, naja, ich habe damals bei 10 Dollar Apple gekauft oder ich habe vor 3 Jahren Tesla gekauft oder irgend so etwas. Ja? Also da wird jeder irgendeine Story finden, die er erzählen kann. Wenn ihr euch mit Future-Händlern unterhaltet, auch da wird es Geschichten geben, dass der eine sagt, okay, ich habe damals 1000 Punkte diese Rutsche mitgemacht, da war ich short dabei im August diesen Jahres oder ich bin danach genau am Tief Long gegangen und habe dann wieder 1000 Punkte nach oben gemacht. Also all diese Dinge werden euch immer Händler erzählen, die direktional handeln. Ein Optionsverkäufer kann das aber nie erzählen. Und das ist auch gut so, denn wir als Optionsverkäufer leben davon, dass wir in jedem Trade eine recht überschaubare oder einen recht überschaubaren Profit machen und diesen Trade aber permanent wiederholen können. Also jetzt nicht genau denselben Trade, also dass wir sagen, okay, ich habe jetzt einmal einen, was weiß ich, 60er Put im oder 60er Call im Öl verkauft und jetzt mache ich das jeden Monat wieder. Aber wir verkaufen eben Put-Optionen, wir verkaufen Call-Optionen, nehmen eine bestimmte Prämie ein. Das liegt jetzt so im Aktienbereich vielleicht zwischen 50 und 100 Dollar, im Future-Bereich vielleicht zwischen 100 und 500 Dollar. Und diese Trades können wir aber permanent immer wieder machen. Und der einzelne Trade ist jetzt gar nicht an sich spektakulär, weil wenn wir jetzt beispielsweise sagen, du hast ein Konto von, sagen wir mal, 25.000 Dollar und du machst einen Trade, der dir am Ende vielleicht, naja, sagen wir mal, 100 Dollar bringt, dann ist das ja so betrachtet nicht sehr, sehr viel. Ne? Dann ist das gerade mal 25.000 Dollar, 250 wären 1%, also dann ist das gerade mal 0,3% oder irgend sowas oder 0,4%. So. Also das ist nicht spektakulär, aber du kannst eben als Optionsverkäufer, wenn du es richtig machst, diese Trades permanent wiederholen. Du kannst immer wieder solche Trades machen und das summiert sich eben dann in der Summe doch zu einem recht ansehnlichen Ertrag, wohingegen eben viele Trader, die erzählen, das war der beste Trade meines Lebens, da ist es leider so, dass es nur ganz, ganz wenige gibt, die mit diesem besten Trade des Lebens tatsächlich reich geworden sind. Und das liegt ganz einfach daran, dass du solche Trades, wenn du halt mal tatsächlich so einen Trade erwischst, in der Regel als gerade als Privater mit nur relativ geringen Summen machst. Also ich habe selbst, ich habe schon mal im Seminar erzählt, mein bester Trade als Future-Händler war, ich habe mal mit zwei Futures 800 Punkte am Stück im DAX mitgemacht. So, also das war schon eine recht ansehnliche Strecke. Über mehrere Wochen ging dieser Trade. Ich war long im Future, habe den gehalten und habe dann am Ende mit diesem Trade also roundabout 40.000 Euro verdient. Jetzt ist das natürlich eine tolle Sache. So, auf der anderen Seite, das ist aber auch schon 10 Jahre her. Und jetzt ist einfach die Frage, ist so ein Trade
langt der aus, um sich für alle Zeiten aufs Altenteil zurückzuziehen? Also bin ich dann auch reich und muss nie wieder arbeiten? 40.000 Euro, obwohl es viel Geld ist? Natürlich nicht. Das heißt, was war mein Problem? Dass ich eben nur 2 Futures hatte. So, weil mehr hat mein Konto gar nicht hergegeben. Viele kennen ja auch die Story, eigentlich hat mein Konto nicht mal diese 2 Futures hergegeben. Das heißt, um da wirklich eine Menge machen zu können, hätte ich, was wäre denn gewesen, wenn ich 20 gehabt hätte? Hätte ich 400.000 Euro verdient. Eine Menge Geld, aber hätte ich damit aufhören können, wäre ich damit reich gewesen? Definitiv nicht. 200 Kontrakte, 800 Punkte mitnehmen, macht man das? 2000 Kontrakte, also ihr seht, das passt oftmals gar nicht. So, und bei Aktien ist es genauso. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe irgendwie eine neue Mission, sowas wie damals vielleicht als Google herauskam, wie viel bin ich denn bereit, Geld darin zu investieren? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich investiere da jetzt 1000 Euro und da werden dann mal irgendwann 100.000 Euro daraus, dann ist das natürlich schön, aber letztendlich macht mich das nicht zum Multimillionär und lässt mich nicht ab dem Punkt sagen, so, jetzt hörst du auf mit deinem Trading und beendest das Ganze. Also das heißt, wir haben bei solchen Trades immer zu wenig Geld im Spiel. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, der noch viel, viel größere Nachteil, wenn wir wüssten, wie wir diese Trades wiederholen können, dann wäre es ja egal, wenn wir wenig Geld drin haben. Also wenn wir jetzt einfach sagen können, okay, ich weiß jetzt ganz genau, wie ich 800 Punkte am Stück im DAX mache und das 2-mal im Jahr, dann würde ich das natürlich traden. Aber das ist ja reines, sind wir ganz ehrlich, das ist ja kein Können, sondern das ist ja reines Glück, dass man so etwas mal schafft oder dass man mal, muss man ja auch fairerweise sagen, wer hat denn schon das Glück und schafft es mal, eine Apple, eine Google, was weiß ich, eine Facebook oder irgend sowas, so eine Aktie, wer schafft es denn wirklich mal, solche Aktien nicht nur einmal zu finden, sondern 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, jedes Jahr 2 Stück. Das wird zwar immer so getan, ne? Also es gibt ja da auch eine ganze Menge Börsenbriefe, die 1000% Raketen und so weiter. Aber überlegt euch mal, wenn der Redakteur, der sowas schreibt und der das vermarktet, wenn der in der Lage wäre, jedes Jahr eine Aktie zu finden, mit der er 1000% macht, so, was der im Laufe der Zeit für Vermögen anhäufen würde. Das heißt, da reden wir nicht mehr über Millionen, sondern da reden wir über Milliarden. Und damit ist die Suche nach solchen meine besten Trades im Grunde genommen reines Glücksspiel. Also das heißt, wir hoffen darauf, mal irgend sowas, so einen Jackpot zu gewinnen, aber selbst wenn wir ihn mal gewinnen, haben wir viel zu wenig Geld im Spiel, um letztendlich da wirklich reich zu werden. Und wir können halt nicht unser ganzes Geld investieren. Also du kannst jetzt nicht sagen, wenn du 20.000 Euro hast oder 25, was auch immer, dass du sagst, okay, jetzt kommt eine neue Firma an die Börse und ich glaube, das wird die neue Google und dann kaufst du die, weil das kann ja auch die neue Twitter werden. Ihr könnt euch mal einen Chart von Twitter anschauen, wie der ausschaut. Oder das kann auch die neue Rocket Internet werden, also die eher nicht so toll gelaufen ist an der Börse. So, und deswegen ist es viel, viel besser, wenn ihr ein System lernt. Das muss jetzt nicht zwingend Optionsverkauf sein. Bei uns ist es eben der Optionsverkauf, bei mir ist es halt das, mit dem ich mein Geld verdiene, wo man etwas lernt, was man wirklich kontinuierlich wiederholen kann. Also wo man sagt, okay, ich bin in der Lage, 100-mal im Jahr Trades zu machen, die mir vielleicht im Schnitt $50 bringen oder $100. So, weil dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, dass man sagt, okay, dann kann ich im Laufe der Zeit auch immer meine Positionen ein ganz klein wenig größer machen, um langfristig, und das heißt langfristig meine ich jetzt vielleicht auf 10 Jahre ist auch nicht langfristig, ne? Aber dass man sagt, im Laufe von 10 Jahren wirklich extrem viel Geld anzuhäufen. Und ich kann es auch dann immer weitermachen. So, die wenigsten können sagen, ich mache jetzt die nächsten 30 Jahre Daytrading. Aber Optionsverkauf, wo man sagt, ich schaue am Tag mal eine Stunde hin, das ist definitiv machbar, länger als nur 1 oder 2 Jahre. Und deswegen, wenn euch also ein Optionsverkäufer, wenn ihr den mal fragt oder wenn jemand sagt, er ist ein Optionshändler, dann fragt ihn immer mal, was ist dein bester Trade? Und wenn er euch dann anfängt, von einem Trade zu erzählen,
dann wisst ihr, es ist definitiv kein Optionsverkäufer oder er hat die Systematik des Verkaufens noch nicht so verstanden, dass er es zu seinem Hauptgeschäft gemacht hat. Weil ein Verkäufer wird euch niemals seinen besten Trade berichten können. Und wir können hier mal an der Stelle zum Beispiel mal aus unserem Optionsbrief, das ist unser Börsenbrief für unsere Kunden, Abonnenten, er kommt immer am Mittwoch raus, wir können euch mal die Trades von diesem Jahr einblenden. Also wir lassen einfach mal hier die PDFs durchlaufen, damit ihr das mal seht. Und da seht ihr, dass wir in diesem Jahr eine recht ordentliche Summe Geldes damit verdient haben, aber eben nicht durch den einen oder anderen spektakulären Trade, sondern das waren ganz, ganz viele Trades. Wir schreiben den ja ungefähr knapp 50 Mal im Jahr, immer mit 2 bis 3 Trading-Empfehlungen, Trading-Reinen, wirklich Trading-Ideen. Und das sind halt dann im Jahr letztendlich irgendwas zwischen 120 und 150 Trades, die da rauskommen. Und da ist jetzt niemals der Beste dabei, sondern da ist eben der ist gelaufen, der ist gelaufen, der ist nicht gelaufen, der ist gelaufen. Ihr seht, wir haben da auch eine ganze Menge Verlust-Trades dabei gehabt. Es geht halt um die Masse, dass du sagst, okay, ich mache im Jahr einfach 100 Trades und dann weißt du einfach nach einer gewissen Zeit, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, ich weiß von vornherein, dass jeder Trade bei mir im Schnitt $50 bringt. Egal, ob es ein Gewinner oder ein Verlierer wird, im Schnitt wird er mir $50 bringen, wenn ich mich an meine Regeln halte. Und das ist etwas, wo man langfristig, das ist so ein blödes Wort, weil das überall gebraucht wird, aber nachhaltig Geld verdienen kann, wo man eben nicht auf den Jackpot hoffen muss, nicht auf die nächste Apple, nicht auf die nächste Google, nicht auf den nächsten Crash im Markt, den man sieht, sondern wo man wirklich sagen kann, ich kann eigentlich unabhängig von der Marktrichtung in jedem Marktumfeld Geld verdienen. Es gibt mal Jahre, da läuft es ein bisschen besser, mal Jahre, da läuft es ein bisschen schlechter, aber man wird eben permanent immer Geld verdienen können. So, und jetzt haben wir uns unterhalten über meinen besten Trade im Jahr 2015, den es ja nicht gab. Und im nächsten Video werde ich euch aber mal über meinen schlechtesten Trade im Jahr 2015 berichten. Oder beziehungsweise über meinen schlechtesten Optionstrade überhaupt, den ich jemals gemacht habe. Weil das ist etwas, das kennen ganz, ganz viele Optionsverkäufer. Also, schreibt mir mal eure Erfahrungen rein. Wie handelt ihr? Habt ihr, seid ihr so eher, dass ihr sagt, ich suche den Jackpot noch? Oder seid ihr mittlerweile auch so auf der Schiene wie wir, dass ihr sagt, ich möchte eigentlich etwas Kontinuierliches haben, wo ich wirklich regelmäßig Geld verdienen kann? Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin euch alles Gute, eine schöne Zeit. Servus, macht's gut. Bye, bye.